Hallo und herzlich willkommen SB Immobilien Alanya. Ich bin heute im Kargejack. Ich werde euch heute was Tolles zeigen. Es ist eine sehr schöne Penthouse, ja? Wie man das in Amerika oder in Spanien oder sonst irgendwelchen schönen Ländern kennt. Es ist was Exklusives. Wir haben hier unseren eigenen Poolbereich. Wir haben einen wunderschönen Meer, Berg und Burgblick. Ja, es ist einfach top. Wir haben hier Boden mit Holz verkleidet. Wir haben hier ein bodentiefes Fenster. Ich werde euch die ganzen Details gleich mitteilen, aber wir machen erstmal BG-Besichtigung. Wir fangen direkt vom Eingangsbereich an. Also bis gleich. So, jetzt können wir mit den Besichtigungen starten. Gleich im Eingangsbereich. Dann habt ihr auch einen besseren Plan. Wie sieht es hier aus? Wie ist es ausgestattet oder beziehungsweise wie sind die Räumlichkeiten? Eingangsbereich, Stahltür, das braucht man nicht zu erwähnen. Das ist schon in der Türkei gängig. Hier rechts haben wir einen großen Einbauschrank. Ja, es sind insgesamt 6 Schränke. Da könnt ihr auch eure Jacken reinstellen. Unten könnt ihr die Schuhe reinstellen. Sicherheitskasten, wir haben hier auch Diaphon. Man hat eine Verbindung direkt zum unteren Bereich. Und hier kommt später auch mal ein großer Schrank rein. Also da habt ihr erstmal genügend Stauplatz. Böden sind aus 1,20 m und 60 cm Fliesen, sind anthrazitgrau mit schönen bräunlichen Design. Wir haben von hier aus Meer, Berg und Burgblick, sieht auch top aus, mit riesengroßen Fenstern. Keine Angst, die Kinder können hier nicht rausfliegen. Ja. Das sind die Sicherheitsfenster, die kriegt ihr auch nur so weit auf. So, das machen wir mal zu. Zentralklimaanlage, ja, ist in jedem Zimmer ausgestattet. Da kommen keine überflüssigen Klimageräte drauf, sondern die habt ihr schon direkt an den Decken. Hier später kommen auch die Spots noch oben drauf. Ja, ist auch nicht schlecht. Das ist übrigens ein Designer-Penthouse. Ja, ist keine gewöhnliche Penthouse. Hier rechts kommt dann der Kühlschrank rein. Hier kann man sich auch, da hat man auch jede Menge Stauplatz. Keine Ahnung, Konserven könnt ihr aufleiten, schönen. Übrigens wird auch beleuchtet, ja, innen. Hier wird eine ganz große Kücheninsel reingestellt, ja. Da kommt, hier oben kommt dann die Abzugshaube, hier kommt Herd und Backofen. Und habt ihr auch jede Menge Stauplatz. Da drüben könnt ihr natürlich auch von mir aus einen Esstisch hinstellen mit 6 Stühlen. Naja, natürlich könnt ihr eure Fantasie mal ein bisschen anstrengen, wie ihr das gerne gestalten möchtet. Wir haben hier jede Menge Stauplatz, ja. So schaut es hier aus. Wir haben hier draußen noch einen Balkon. Top. Wenn der Abzugshaube nicht nachkommt, macht ihr einfach die Türe auf. So. Da habt ihr auch ein großes Balkon. Wieder mit Meerblick. Jetzt gehen wir gleich zum Schlafzimmer, beziehungsweise davor haben wir unsere Badezimmer. Badezimmer mit Toilette und WC. Und das ist das Schlafzimmer. Ist auch sehr groß. Ja, wir haben hier auch wunderschönen Meerbergblick. Ich mache mal die Tür zu, nicht, dass ich nachher vergesse, regnet es rein. Übrigens, die Materialien sind super toll, absolut top. Ja, eine der besten Materialien, was sie benutzen. Die Marken sind echt einwandfrei. Die Fenster sind auch Aluminiumfenster. Ja, unsere Decken, schaut euch mal die Klimaanlagen. Die haben sie wirklich nicht irgendwie welche Löcher reingemacht, sondern richtig schöne lange Schienen. Wir haben hier nochmal einen Balkon, mache ich mal auf. Da kann ich euch sogar mal hier ein bisschen von Außenbereich mal was zeigen. So, also hier unten links haben wir unseren Eingangsbereich, gleich hier. Da drüben haben wir unseren Kinderspielplatz. Das ist auch der Aufenthaltsbereich im Sommerbereich. Wenn ihr mal im Winter hier auftaucht, habt ihr natürlich nicht viel zu tun, aber im Sommer könnt ihr euch dann draußen aufhalten. Da drüben haben wir einen ganz großen Poolbereich mit Aquapark, ja, also Wasserrutsche. Und auf dem Block C, das sind die ganzen Aktivitäten, sprich Sauna, Hammam, Fitness. Dann haben wir dort noch Indoor-Pool,
Ja, wird auch noch aktiviert, aber über Wintermonate natürlich, übrigens auch beheizt. Wir haben hier unten Sicherheitspersonal, wir haben geschlossene Garage, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, und über die Sicherheits-, also beziehungsweise über die geschlossene Garage gelangt auch mit dem Aufzug hoch auf eurem Penthouse. Ja, ihr parkt unten, ne? Ihr habt eure von mir aus Einkaufsmöglichkeiten oder Einkäufe und da könnt ihr auch direkt nach oben fahren. Von hier bis zum nächsten Einkaufsmöglichkeit sind es ungefähr 600 bis 700 Meter. Ist gar nichts. Ja, und ihr könnt auch runterlaufen. Ja, und bis zum Meer sind es ungefähr 800 Meter Maximum. Ja, das ist auch direkt in der Nähe. Wir haben hier auch drüben noch einen Sportplatz, Tennisplatz, alles in der Nähe. Ja, Infrastruktur ist perfekt ausgelegt. So, jetzt gehen wir mal weiter. Hier kommt später mal Holzgeländer hin. Und zwar nicht quer, sondern Hochformat. So, jetzt sind wir obere Etage. Also, hier gibt es natürlich auch viel zum Erzählen. Denn ihr kennt natürlich euch nicht aus, ist ja klar. Hier kommt später eine Fenstertrennung. Das heißt, so wie hier ungefähr, ja, wird es auch hier montiert mit Türe. Das wird dann hier ein Schlafzimmer. Ja, wir haben keine viereckigen Fenster, da haben sie ein rundes Fenster reingemacht, die kann man nicht öffnen. Jetzt gehen wir weiter zu unserem Balkonbereich raus. So, schaut euch den Aussicht mal bitte an. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben hier unseren Schreibtisch, ja, mit einer Schublade. Hier haben wir einen Schrank. Ja, jetzt fragt ihr euch, wo kommen meine Klamotten hin? Jetzt kommt mal mit. Wir haben hier noch einen Garderobenraum mit jede Menge Schränke, Einbauschrank. Ja, da könnt ihr euch Klamotten hier unterstauen. Wir haben an die Frauen auch gedacht, wir haben hier Einbauschrank mit Schminktisch. Ja, ist doch top. Hier kommt nachher noch ein Fenster, ein Spiegel rein, ja, wird auch beleuchtet. Und also was möchten wir mehr? So, jetzt gehen wir mal weiter zu unserem Badezimmer. Das ist ein bisschen was anderes. Hier kommt nachher das Waschbecken. Ja, Badezimmer ist da drüben. Es ist leider dunkel, das kann ich euch leider nicht zeigen. Ja, wir haben ja auch kein Licht, daher wird es ein bisschen problematisch. Aber hier haben wir unseren Waschbecken, hier kommt ein ganz großer Spiegel, wird auch beleuchtet und wir haben hier noch unsere Schränke. Kann man mich überhaupt noch sehen, mein Sohn? Ich gehe lieber mal auf die Seite und hier haben wir unseren Badezimmer. Wohnbereich. Also, wir haben ja zwei Wohnbereiche und zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Für die, die große Familie haben, ist es natürlich top. Ja? Und man könnte natürlich hier auch komplett als Schlafzimmer nehmen, kann man auch machen und Wohnbereich halt eben unten. Da hätte man hier 3 plus 1 statt 2 plus 1. Wir haben hier großes Fenster, wir haben hier auch kompletten Meerblick. So, und jetzt treffen wir uns am Poolbereich. Nur vorsichtig. So schaut es hier aus. Ja, Holzboden, hier kommt später auch mal eine Dusche ran. Ja, da müsst ihr nicht unbedingt jetzt reinlaufen zum Duschen, sondern ihr könnt auch direkt hier duschen. Wir haben hier einen ganz großen Pool. Das sind ungefähr vom Schritte her, das sind dann ungefähr 1, 2, 3, 4, 1,5. Also ungefähr 4,5 auf 3,5 Meter. Ist doch toll. Man könnte hier auch natürlich oben eine Verdeckung, ja, oder einen großen Sonnenschirm hinstellen. Und hier von mir aus noch die Sonnenbänke. So schaut es hier aus. Ich gehe mal lieber da rüben. Mein Sohn kann mich nicht sehen, weil die Sonne genau auf sein Gesicht scheint. So, jetzt gebe ich mal die Eckdaten mal durch.
Also, wir sind auf dem 4. und 5. Etage, ist ein Penthouse. 320 Quadratmeter groß. Wir haben hier 2+2 oder 3+1. Natürlich könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das gestalten möchtet. Wir haben 2 Badezimmer, offene Küche. Wir haben einen Garderobenraum. Wir haben 1, 2, 3 Balkone. Große Terrasse mit Poolbereich. Mit, übrigens, das ist ein eigener Pool, ja. Das ist top. Wo sieht man sowas? Wir haben wunderschöne Meer-, Berg- und Burgblick. Bis zum nächsten Einkaufsmöglichkeit sind ungefähr 600-700 Meter, auch bis zum Strand. Weil nächste Einkaufsmöglichkeit ist die A101 und das sind bis zum Strand auch ungefähr 20-30 Meter. So schaut es hier aus. Ja, Leute, wir sind im Kagejan und es gibt keine Ikamet. Dafür kann ich leider nichts, ja. Aber es gibt dennoch Interessenten, bevor man eine Villa kauft, eine ältere Villa, naja, wo es denn überhaupt keinen Spaß macht und viel zu arbeiten und erledigen sind, kauft man halt eben sowas. Die wird auch komplett möbliert übergeben. Die E-Geräte dazu, die bekommt ihr auch direkt von dem Bauträger. So, 320 Quadratmeter. Und der Preis beträgt 320 Quadratmeter per Quadratmeter ungefähr 1500 Euro. Also 480.000 Euro. Wer Interesse hat, soll sich bei mir melden. Und dann machen wir eine BG-Besichtigung. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.